Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kozuki One Piece. Heute gibt es eine kleine Theorie zum Thema Yamato und welches Geheimnis hinter ihm steckt, wieso jetzt jeder gerade glaubt, dass er Kozuki Oden sei und vieles mehr. Leute, es tut mir leid, dass ich keine Review zum Kapitel hochladen konnte, aber ich meine, das ist so das Hauptthema im Kapitel gewesen, das Geheimnis um Yamato. Der Rest war eigentlich ganz okay. Ich meine, Ulti und Page One zusammen sind schon echt immens stark. Ich könnte mir echt vorstellen, dass zwei der Flying Six zusammen vielleicht sogar gegen eine Katastrophe kämpfen können, dass zum Beispiel Ulti und Page One zusammen so stark sind wie Queen, das ist echt realistisch, oder dass zum Beispiel X-Drake und Black Maria zusammen vielleicht so stark sind wie King, das ist halt alles möglich, Leute, und ich finde diese Idee auch ganz gut. Die Flying Six sind ja jetzt nicht wirklich eine Kategorie, die unter den All-Stars steht. Die Flying Six sind Leute, die alle irgendwann mal eigenständig waren und dann später in die besten Piratenbande beigetreten sind und immer noch unter den All-Stars stehen, weil sie halt bisher noch keine Chance hatten, über sie zu kommen, weil es halt nicht so einfach ist, irgendwie eine Gelegenheit zu bekommen, gegen sie zu kämpfen. Es gibt wieder eine sehr große Aufruhr in der One Piece Community, denn Ruffy wollte gegen zwei der Flying Six Gear 4 einsetzen. Da fragt man sich, wie will er dann überhaupt gegen Kaido oder die Kommandanten ran? Ich habe euch gesagt, Leute, zwei der Flying Six reichen generell aus, um einen der All-Stars zu besiegen. In One Piece ist das Thema Power Level wirklich sehr schwer zu betrachten. Man hat mal Leute, die unter einem stehen, von dem Rang her, aber sie können dennoch ungefähr so stark sein wie jemand, der über ihnen steht. Zum Beispiel Corby ist noch kein Vizeadmiral, aber ich denke, Corby mit seiner Stärke hält auf jeden Fall mit einem Vizeadmiral mit und ist vielleicht sogar stärker als einer. Jetzt kommen wir auch schon zum heißesten Thema in diesem Kapitel, und zwar Yamato taucht auf, als Ruffy in Schwierigkeiten steckt, und hilft ihm aus der Patsche heraus, indem er Ulti mit derselben Attacke angreift, wie Ruffy von Kaido getroffen wurde und danach in Unmacht fiel und nicht mehr weiterkämpfen konnte. Mit dieser Attacke macht er Ulti fertig, packt sich Ruffy und rennt mit ihm los. Er rennt genauso wie Kozuki Oden, er hat dieselben Handschellen an wie Kozuki Oden vor seinem Tod, die Ketten haben genau dieselbe Anzahl, er ist genauso groß wie Kozuki Oden und noch vieles mehr, Freunde. Und zwar hat er jetzt hier eine Maske an und lange Haare. Viele denken, dass es eine Perücke sein könnte. Es sieht wirklich wahrscheinlich aus, dass es eine Perücke ist, denn in Wano Kuni sind die ganzen Sachen, Perücken, Masken und so weiter, eigentlich alltäglich. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Ort sehr, sehr hoch. Zum Beispiel in Alabasta oder so würde man eine Perücke eigentlich viel unrealistischer halten als zum Beispiel in Wano Kuni. Das ist einfach die Kultur dort. Dort sind Perücken einfach angesagt, Masken und so weiter. Deshalb ist es sehr realistisch, dass eine Perücke sein könnte. Er gibt sich als Yamato sozusagen bekannt und sagt, dass er Kaidos Sohn ist. Doch viele in der Community denken jetzt, es ist Kozuki Oden sei. Denn Kozuki Oden ist, bevor er gestorben ist, ins Sinnheiße Öl geflogen und hat noch gelächelt. Nach einem Kopfschuss zu lächeln ist eigentlich unmöglich. Das ist einfach wahr. Wenn man einen Kopfschuss bekommt, wird das Gehirn sozusagen sofort stillgelegt und man kann eigentlich keine körperlichen Bewegungen mehr ausführen, außer innerhalb von 0,0001 Sekunden und sogar noch drunter, und dann zu lächeln ist eigentlich wirklich fast unmöglich. Da kann man sagen, okay, Kozuki Oden hat vielleicht hier mit Königshaki dafür gesorgt, dass er noch gelächelt hat oder so, aber das ist nur Spekulation, ob Haki wirklich so weit gehen kann, dass man danach noch Körperbewegungen oder irgendwelche Taten noch vollziehen kann, bevor man stirbt. Das ist echt ein bisschen gewagt. Man muss aber auch sagen, Gold Roger hat auch, als er hingerichtet wurde, da wurde er von zwei Seiten sozusagen mit Schwertern durchlöchert, hat dann noch lachen können. Da gibt es noch das Problem, dass aber nicht sein Gehirn davon betroffen war. Er wurde sozusagen durch seine Brust und ihr wisst schon, durchstochen. Und deshalb wäre es da noch möglich gewesen, dass man lächelt. Aber man muss auch sagen, wenn das Herz sozusagen durchbohrt wird und explodiert, dann ist auch eigentlich vorbei. Und dann bringt es auch nichts, dass das Gehirn aktiv ist. Da wird es auch sehr schwer, noch körperliche Bewegungen auszuführen, aber bei einem Kopfschuss ist es halt noch viel unmöglicher. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Kozuki Oden damals gestorben ist. Der Tod von ihm war einfach perfekt inszeniert, und Oda würde sich so einiges kaputt machen, wenn er diesen Tod ungeschehen macht und jetzt auf einmal sagt, Kozuki Oden ist noch am Leben. Ich meine, das war höchstwahrscheinlich sogar der beste Tod, besser als der von Whitebeard, als er im Stehen gestorben ist, denn Leute, er hat eine Stunde im Sinnheißen Öl ausgehalten, um seine Freunde zu retten.
retten. Die neuen Schwertscheiden konnten fliehen und Kaido hatte einfach nur Respekt vor Kozuki Un. Am Ende hat man gesehen, er hatte irgendwie eine Sympathie zu ihm, hat gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten, weil Leute, er wollte eigentlich nicht Oden mit unfairen Mitteln besiegen. Es war alles wegen dieser Hexe, die auf einmal hingesprungen kam und sich als Momonosuke ausgegeben hat. Kaido wollte eigentlich keine dreckigen Spiele in diesem Kampf haben, aber es geschah einfach und für Kaido war dieser Kampf eine große Niederlage, die ihn bis heute sogar noch weiterhin verfolgt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass der Körper von Oden nochmal aus dem Topf rausgeholt wurde und vor Kaido gestellt wurde. Dieser sah dann zum letzten Mal seinen großen Rivalen und war schockiert darüber, dass sein Körper noch in einem sehr guten Zustand war. Er hat sich einfach nicht überlegen können, wie er es geschafft hat, dem siedend heißen Öl zu trotzen. Viele glauben, es war Haki, viele aber auch, dass der Körper einfach viel zu robust war. Ich denke, das zweite trifft da eher zu, weil ich habe ja auch in der Diskussion Ryuma gegen Oden gesagt, ich denke, Oden hatte einfach einen sehr starken Körper, stärker als den von Ryuma, aber Ryumas Schwerttechnik war einfach deutlich besser als die von Oden und er war auch höchstwahrscheinlich schneller als Kozuki Oden. Das ist aber ein anderes Thema, ich denke, er hat gesehen, der Körper, es wäre eine Schande, ihn einfach mal unter die Erde zu lassen, es wäre einfach eine Verschwendung und deshalb hat er sich gedacht, damit er diese Niederlage irgendwann mal vergessen kann, dass er vielleicht einen Teil von seiner Seele in den Körper von Oden lässt und dafür hat er, denke ich mal, Big Mom gebraucht und das wäre dann auch der große Gefallen, den er von Big Mom bekommen hat. Kozuki Oden und Kaido waren sich ähnlicher als viele glauben. Ich meine, beide haben das auch am Ende gemerkt und haben sich gewünscht, dass sie sich vielleicht unter anderen Umständen kennengelernt hätten und gemeinsam sogar einen Sake getrunken hätten. Und das kommt natürlich nicht von einer Person, die denkt, vor mir steht jemand, der komplett anders ist als ich, der böse ist. Nein, Kaido ist im Inneren nicht böse, er hat auch eine gute Seite. Und ich denke, die gute Seite seiner Seele wurde zum größten Teil in den Körper von Oden eingefügt und es ist ähnlich wie bei den Schattenleuten. Ryuma hatte auch zum Beispiel den Schatten von Brook, aber war nicht genauso wie Brook. Er hat trotzdem noch irgendwie sich anders verhalten. Er hat zum Beispiel ein paar Anzeichen von Brook geliefert, aber im Wesentlichen waren das nicht dieselben Personen. Der Körper von Ryuma hat da auch noch eine Rolle gespielt und der Punkt, dass er von Moria kontrolliert wurde, war ja auch noch eine wichtige Sache. Er stand halt auf der Seite von Moria und hat sich deshalb wie ein Antagonist verhalten. Ich meine, Kaido wollte natürlich nicht, dass Yamato richtig auf seiner Seite ist, denn sonst hätten sie nie irgendwann mal einen Kampf bestreiten können, der dann auch auf ernster Linie stattfinden würde. Deshalb hat er ihm die gute Seite seiner Seele gegeben, damit er sich für sich selbst weiterentwickeln kann. Ich denke, die zwei größten Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben, dass sich Yamato zu einem Oden 2.0 entwickelt, waren Kozuki Toki und das Logbuch von Kozuki Oden. Kozuki Toki musste natürlich diese ganzen 20 Jahre in Wano Kuni verweilen, irgendwie alles so vorbereiten, sodass nach 20 Jahren die Revolution auch gelingt und ich denke, deshalb war sie auch in Wano Kuni in dieser Zeit, hat im Hintergrund einige Sachen geplant, könnte eventuell sogar die Stiefmutter oder die Mutter von diesem Yamato gewesen sein, die ihn halt aufzieht, die ihm das Logbuch von Oden vorliest und so weiter und so fort, die ihm das Gute lehrt und deshalb sich dann auch Yamato zu einem guten Menschen entwickelt, zu einem neuen Kozuki Oden entwickelt. Kozuki Oden hat sich für Kozuki Toki und seine beiden Kinder geopfert, deshalb ist es eigentlich sicher, dass Toki noch irgendwie am Leben ist. Es wäre einfach sinnlos, seitens Odas Toki sterben zu lassen, denn dann wäre das Opfer von Oden sozusagen nicht mehr so viel wert, wie es am Anfang erschien. Ich meine, Toki war sozusagen der Hauptgrund dafür, dass Oden den Krieg gegen Kaido überhaupt erst gestartet hat, denn als er sah, dass Toki verletzt war, rastete er komplett aus und rannte zum Schloss, um gegen Kaido, Orochi und Co. zu kämpfen, hat danach 5 Jahre sogar getanzt für die Sicherheit seiner Familie, es wäre einfach nur eine Schande. Toki hat gesagt,
Oden sieht die Zukunft in 20 Jahren. Ich meine, wie soll Oden diese Zukunft sehen, wenn er gestorben ist? Es ist halt auch noch so eine Sache, weil kurz danach ist dann auch Toki anscheinend verbrannt. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell sie irgendwas geplant hätte, damit Oden irgendwie doch noch existiert. Aber diese Sachen sind viel zu kompliziert, Leute. Man kann sich halt alles irgendwie zusammenreimen. Aber was ich sozusagen heute euch erzählt habe, dass mit Yamato, dass er von Kozuki Toki aufgezogen wurde, das Logbuch ihm vorgelesen wurde, das sind sozusagen die Sachen, die für mich am realistischsten erscheinen. Schreibt doch mal ihr eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, Kozuki Toki hat ihre Hände hier im Spiel? Und was denkt ihr, werden Ruffy und Yamato nun Momonosuke retten? Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.